Serie gibt es in drei verschiedenen Variationen. Wir haben die Velocity, wir haben die Spirit und die Rage. Und in unserem Test heute kommt die R1V zum Zuge. Wie ihr sehen kann, sehr schön ist eine aufwendig gemachte Verpackung, eine Schatulle. Anders als andere Hersteller haben sie sich hier mal ein bisschen Mühe gegeben, mal aus der Reihe zu fahren. Wenn wir jetzt die Schachtel öffnen, fällt uns als allererstes mal die gute Verpackung auf, sicher, transportsicher verpackt und vor allem eine Airbrush-Pistole, die nicht wie immer, wie man es gewohnt ist, in Chrom daherkommt, sondern schwarz eloxiert ist. Wenn man sie rausholt, fällt einem auf, so ein bisschen typisch amerikanisch, so ein Gunmetal Gray, nenne ich das. Im Modellbau ist das so die Bezeichnung für das Waffenschwarz, wenn Waffen schwarz gehalten sind. Dazu haben wir noch ein Zubehör. Und hier unten drin verpackt die Gebrauchsanweisung, Explosionszeichen und der Garantieschein. Für meinen Test habe ich mich für die R1V entschieden. Das ist das kleine Modell mit einem 2 ml Fließbecher. Es gibt noch die normale Velocity mit einem 7 ml Fließbecher. Den war mir aber zu groß, da ich mit meinen Fingern sonst hier mit dem Becher Probleme habe. Ja, hier vorne haben wir eine Transportsicherung. Wenn wir die abnehmen, haben wir gleich mal den freiliegenden Luftkopf, Feinlein-Luftkopf. Die Velocity ist eine unabhängige Double Action, das heißt auch hier wieder nach unten für Luft, nach hinten für Farbe, wie man es auch von anderen Airbrush-Pistolen so gewohnt ist. Wir haben hier eine Mulde, eine ergonomische Griffmulde, die dafür sorgt, dass die Pistole recht gut in der Hand liegt. Und wir haben hier hinten auch, wie gewohnt, unsere Nadelbegrenzungsschraube. Die Velocity liegt im Preis bei 160 bis 170 Euro, so im Mittelfeld angesiedelt, bietet dafür aber ein enorm feines Spritzbild, was man so eigentlich nicht in der Preisklasse gewohnt ist. Das hat mich also natürlich überrascht. Deswegen ist auch die Velocity mein kleiner Geheimtipp, was Feinarbeit anbelangt. Mit dabei ist dann noch dieses Schächtelchen, die Verpackung. Da haben wir zum einen einen weiteren Luftkopf drin. Damit kann man nachher das erklären schon später, gehe ich später drauf ein. Und wir haben hier einen Adapter. Wie man sehen kann, besitzt die Badger Airbrush-Pistole ein anderes Anschlusssystem als die normalen 1/8-Anschlüsse. Deswegen ist man darauf angewiesen, dass entweder der Hersteller bzw. der Händler einen passenden Stecknippel dazu mit einpackt oder man ihn bestellen muss. Oder man kann hier mittels diesen Adapter auch dann den normalen 1/8-Anschluss anschließen, wie man gerade möchte. Da mir der Händler Airbrush for You, Dankeschön, einen passenden Badger-Anschluss mit dazugelegt hat, werde ich auch diesen verwenden. Mit dabei ist noch ein Deckel für den Farbtopf mit Loch, ganz wichtig, wenn ihr euch mal einen selber bauen solltet. Es muss ein Loch mit drin sein für den Unterdruck, da wir sonst Vakuum ziehen, sonst kommt keine Farbe raus. Ja, das ist so das, was in der Pistole enthalten ist. Und jetzt zeige ich euch die Handhabung, warum es mein Geheimtipp ist und das Spritzbild. Die Velocity liegt sehr gut in der Hand, hat ein angenehmes Gefühl. Und was sie für mich zum Geheimtipp macht, ist ihr enorm feinfühliges Bediensystem. Also wie gesagt, wir haben hier ein Double-Action-System, runterdrücken, hinterziehen. Wenn man die zum ersten Mal in die Luft anschließt und nur leicht antippt, merkt man sofort, da ist gleich die Luft da.
Das kann man sehr gut justieren, sehr fein und halt eben nach hinten ziehen. Woran liegt es? Es ist ganz einfach. Badger verwendet in seinem Bedienhebel nicht wie andere Hersteller einen Knubbel am Bedienhebel oder eine Platte, wo drauf drückt, sondern die haben das hier sehr gut gelöst. Das kann ich jetzt so in der Kamera schlecht zeigen, deswegen füge ich dann ein Bild mit ein, wenn ihr das sehen könnt. Hier unten drin in der Pistole, in dem Body, ist ein, in dem Luftventil ein Dorn, eine Nadeldorn etwa. Und der drückt hier unten, mal gucken, ob wir es hinsehen können, hier rein. Also wir haben hier im bedienenden Hebel eine Mulde drin, da drückt der Dorn vom Luftventil drauf. Und dadurch haben wir eine sehr feine Regulierung, anders als bei anderen Herstellern, mit ihrem Kugelkopf oder mit der Platte, wo es drauf drückt. Und das ist für mich der Punkt, plus die 0,21 mm Steckdüse, die dafür sorgt, dass sich mit der Velocity sehr fein arbeiten lässt. Wir haben mit dabei eine Nadelbegrenzungsschraube, das heißt, die wird eingedreht. Dann kann man den Nadelweg einstellen, begrenzen. Wenn man Feinarbeiten macht oder im Modellbau kleine Modelle bemalt und wie gesagt, im Illustrationsbereich Probleme hat oder Angst hat, dass man zu viel Farbe rauskommt, dann kann man das hier begrenzen. Auch interessant, wenn man feine Linien malen möchte, so zieht man nicht zu weit nach hinten. Wir haben einen 2 ml Fließbecher verbaut in dieser Version. Der ist fest, also kann man nicht abschrauben, nicht wechseln. Es gibt die Velocity noch in einem zweiten Modell mit einem 7 mm großen Fließbecher. Ich bin aber der Fan von kleinen Fließbechern und da ist auch dann der Platz für den Finger um einiges besser gegeben. Dann haben wir hier eine Feinlein-Düse bzw. Luftkopf, ein Feinlein-Luftkopf verbaut. Die Düse ist eine 0,21 mm Steckdüse. Das ist etwas klein, da muss man hier aufpassen, also wir sind von anderen Herstellern der Steckdüsen gewohnt, dass sie etwas größer sind. Also hier aufpassen, wenn er sie auseinanderbaut, dass er die Düse nicht verliert. So, guck, da ist schon rausgefahren. Wie man sehen kann, oder nicht sehen kann, haben wir unsere ganz kleine 0,21 mm Steckdüse. Wird nur aufgesteckt, der Luftkopf wieder aufgeschraubt. Fertig. Das Interessante ist hierbei, wir können an dem Luftkopf vorne den Sprühkopf nochmal ändern, den kann man abschrauben. Und dann haben wir hier nochmal einen extra sehr feinen Sprühkopf, das zeige ich euch nachher noch. Das ist für die Leute, die gern ohne Nadelschutzkappe arbeiten. Also wie bereits erwähnt, wenn wir leicht drauf drücken, haben wir schon die erste Luft da. Ist halt interessant, wenn man jetzt dann anfängt zu arbeiten, braucht wenig Druck. Und dann kann man das sehr gut justieren. Ich habe jetzt hier schwarz drin. Und wie man sehen kann, lässt sich die Pistole sehr gut handhaben. Also ich fange jetzt mal leicht an. Also ist hier schon anhand nur mit diesem Luftkopf ein sehr feines Arbeiten möglich. Das Justieren von Luft und Farbe funktioniert einwandfrei. Und da kann man auch punktgenau arbeiten. Alles kein Problem. Wenn man aber sagt, jetzt okay, ich möchte noch ein bisschen feiner arbeiten, und dann wechselt man hier vorne den Luftkopf.
Das mache ich jetzt mal. Und dann zeige ich euch, wie sich das Spritzbild anhand dieses Luftkopfes verändert. Und damit ihr mal noch den Unterschied seht zwischen den Luftköpfen und wie fein die Velocity arbeiten kann, mache ich hier mal Folgendes. Ich nehme hier ein Lineal. Habe hier einen HB-Bleistift und ziehe mir einen Strich. Jetzt wechsle ich den Luftkopf und dann mache ich die Striche auf der anderen Seite und dann zeige ich euch, wie das aussieht. So, wie man sehen kann, habe ich jetzt den Luftkopf gewechselt. Jetzt haben wir halt das Problem, müssen wir aufpassen, die Nadel liegt frei. Also wenn wir jetzt hier auf dem Untergrund aufdotzen, ist die Nadel dahin. Das sollte euch vorher schon bewusst sein. Ist aber halt so, dass wir jetzt noch näher an den Untergrund ran können und auch das Spritzbild sich dadurch verändert, dass der Luftkopf anders geformt ist. Wie wir hier sehen, haben wir hier ein extrem feines Arbeiten. Dafür wird das Spritzbild im Insgesamten feine. Also wir haben nicht so ein stark deckendes wie bei dem Feinlein-Luftkopf, sondern wir haben in diesem extra fein, haben wir nicht ganz so deckendes Spritzbild. So, jetzt haben wir hier unsere Striche gemacht. Jetzt nehme ich mal die Kamera ab und zeige euch das mal im Nahen. Also wie man sehen kann, haben wir hier unseren Bleistiftstrich. Hier haben wir den normalen Luftkopf und hier drüben haben wir den Feinlein-Luftkopf. Also für eine Pistole in der Preislage haben wir hier schon sehr feine Striche. Feine Detailarbeiten sind damit möglich und einfach nur ein Geheimtipp von mir, die Badger Velocity R1V. So, für wen ist die Velocity gedacht? Ja, eigentlich für jeden, der volle Kontrolle bei feinster Detailarbeit sucht, zu einem recht angenehmen, fairen Preis. Die Verarbeitung von der Velocity ist mir sehr positiv aufgefallen bei Badger. Badger ist ja oft verschrien für günstige Pistolen, modellbar und so weiter. Aber man muss sagen, hier haben sie sich selbst übertroffen. Und ich kann dir nur jedem wärmstens empfehlen, als kleiner Geheimtipp. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. War diesmal nur ein kurzes Testvideo. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder.